Wir machen uns große Sorgen, was den Iran angeht. Offensichtlich wird dort auf Zeit gespielt, um eine Atombombe zu bauen. Und das ist eine Gefahr nicht nur für Israel, sondern auch für die ganze westliche Welt. Und deshalb muss auch mit voller Härte klargemacht werden, dass wir das auf keinen Fall akzeptieren. Zunächst einmal müssen wir alle Mittel der Diplomatie ausschöpfen. Dann geht es aber darum, auch härtere Sanktionen durchzusetzen, auch mit Russland und China gemeinsam. Und letztendlich sage ich auch, dass eine militärische Option die Glaubwürdigkeit unserer Stärke unterstreicht. Und deshalb darf sie auch nicht vom Tisch genommen werden.